So, Freunde, geht's euch gut? Willkommen, neue Loot-Chest hier am Start für euch. Ja, und extrem schwer heute wieder. Zwar einseitig, aber schwer auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was drin ist, Freunde, wo ist mein schlaues Messer hier seid. So, einmal und seht ihr hier, die Klinge kann man das auch gut sehen. Seht ihr das hier, wie eng das hier zusammengeklebt ist? Wahrscheinlich absichtlich, ne? Da muss ich mal ein bisschen vorsichtiger sein. So, Freunde, jetzt geht es los. Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Pass auf, pass auf, pass auf. Hallöchen, was ist ne Cappy? Ne. Ne Pac-Man Cappy, ich werd bekloppt, Alter. Wisst ihr noch früher, Freunde, die Videos früher, da habe ich ja immer Caps getragen, ne? Ah, die guten alten Zeiten, oder? Ein bisschen sauber machen muss man die auf jeden Fall, ein bisschen dreckig hier, aber das ist nicht schlimm, die wäscht man einmal und dann ab dafür. Der passt auf jeden Fall. Freunde, Pac-Man. Ja, warum nicht, ne? Freunde, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Oder würde ich sagen, ne, sehr gut, sehr gut. So, ne Cap, die macht doch schon mal Spaß, muss ich sagen. T-Shirt ist auch noch drin, dann geht die Sache doch mal klar. Passt mal auf. Wer ist sie denn? Daka der, okay. Aha. Deborah heißt die, ja. Die sieht schon, die sieht auch leicht gefährlich aus, muss ich sagen. Oh, die macht mir ein bisschen Angst. So, Freunde, was haben wir denn hier? Wir haben ein Guardians of the Galaxy T-Shirt. Mit dem Helm von Star-Lord und mit dem Tape, wahrscheinlich das Volume 2 Tape, cool. Ein The Walking Dead Modellauto, das ist ja cool. Ob da immer der Polizeiwagen drin ist, werden wir gleich sehen, das ist geil. Wir haben Justice League Batterien, sind die wieder aufladbar oder sind das Akkus? Muss ich gleich selber mal gucken. Okay, wo kann man sowas kaufen? Wo kann man Batterien kaufen von DC? Das ist voll geil. So, wir haben einen Hulk Smash Drink. Einen echten Superhelden Super Drink haben wir hier. Okay, sehr gut. Und dann haben wir eine Super Mario Sammelfigur. Dann haben wir Top Trumps and Sweets. Pummel Einhorn und Candy Watch. Okay. Und wir haben noch die Plus die Cap. Alter, das ist ja eine. Die Box ist aber. Mein Gott, die ist aber voll, oder? Alter, so viele Sachen war ja noch nie drin, oder? 1, 2, 3, Freunde, ne? Ey, guckt euch das mal an. 3, 4, 5, 6, 7. Ey, da ist krass, oder? Da muss man mal sagen. Also, diesmal sind eine Menge Sachen drin. Also, hier, Pummel-Einhorn-Karten. Juhu! Von Top Trumps. Wer kennt das nicht, Freunde? Jedes Mal Werbung vom Pummel-Einhorn, ne? Und jetzt haben wir endlich mal ein paar Karten dazu. Die kriegt natürlich schon meine Tochter. Wir haben vier verschiedene, okay, ja gut, das ist ja dieses normale Top Trumps Kartenspiel mit den Werten hier, sollte jeder kennen, denke ich mal, gibt es ja von so vielen verschiedenen Sachen, ich habe es früher von Autos gehabt, muss ich sagen, okay, sehr cool, so, dann haben wir hier einmal hier dann die Uhr dazu, diese Süßigkeiten-Uhr, auch für meine Tochter, dann haben wir Superman-Batterien, 10-mal länger haltbar, ja, das will ich auch schwer hoffen hier, ne? Das will ich auch schwer hoffen hier für Superman. Okay, die sind aber, glaube ich, nicht wieder aufladbar. Ich glaube nicht. Ich sehe es jetzt auch für schnell nicht, das wird da ja auch Akku draufstehen, aber ne, ich denke mal, das sind keine wieder aufladbaren, ist aber egal, Freunde. Die werde ich auf jeden Fall nicht benutzen, ja. Die werden sich schön in der Ecke gelegt. So, dann haben wir das Walking Dead Modellauto, hier das Polizeiauto. Bleibt natürlich so, wie es ist hier eingepackt. Ja, das packe ich natürlich nicht aus, Freunde. Da kennt ihr mich. Ja, kommt natürlich schön im Hintergrund, ja, auf irgendeine Figur. Ich habe ja schon ein paar Walking Dead Figuren. Und dann kann man die da... Ein paar ist gut, eine, ne? Eine, ja, eine. Und, na, passt auf jeden Fall, muss ich sagen. So, dann haben wir... womit fangen wir an? Boah, Alter, guckt euch mal diesen... Mein Gott. Guckt euch mal diese Dose an. Boah, krass, oder? Extrem groß und dick. Zucker, gar nichts. Null. Da ist kein Zucker drin. Ne, ehrlich? Ich werd bekloppt. Da kann ich den ja trinken. Ohne Kohlensäure. Okay. Zitrusflash. Da ist kein... Guckt hier. Kohlenhydrate. Also auf der ganzen Dose 1,5 und davon Zucker 0,8. Auf der ganzen Dose sind 0,8 Gramm Zucker drin. Das ist ja null. Das ist ja nichts. Wie krass ist das denn bitte?
Geil, ich dachte, das wäre schon wieder so ein Energy-Drink mit 100 Kilo Zucker drin, aber nein, Freunde, aber nein. So, hier haben wir das T-Shirt, ziehen wir gleich an und wir haben eine Super Mario, eine Koopa-Figur. Wir haben ja schon mal eine bekommen, keine Super Mario, aber vom Metroid. Ja, genau, eine Nintendo-Figur und da war ja Samus Aran drin. Ja, Freunde, jetzt haben wir noch eine Koopa-Figur, das ist der grüne Koopa. Okay, wunderbar, den hängen wir uns natürlich auch auf. Alter, die Box ist ja voll gepackt, muss ich sagen, ne? Also da sind ja wirklich geile Sachen drin. Das Coole ist ja, es ist ja nicht jedes Mal dieselbe Figur drin. Ja, da ist ja immer unterschiedlich. Also da könnt ihr auch noch eine andere bekommen. Welche waren denn da nochmal zur Auswahl? Pass auf, wir schauen nochmal nach hier. Wir schauen nochmal nach. So. Koopa, Mario, Luigi, Mario nochmal, Yoshi und den Toad. Okay. Ja, coole Sache auf jeden Fall. Ey, diesmal sind ja richtig viele Sachen drin gewesen und richtig geil. Hammer. Irgendwie sind jedes Mal geile Sachen drin, aber irgendwie kann man jetzt jedes Mal sagen, ist irgendwie alles geil, oder? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Habt ihr schon mal Batterien von Superman oder Batman? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht, muss ich sagen. Ich nicht. Ehrlich nicht. Richtig gut. So, Freunde, lasst uns das T-Shirt anprobieren. Ja, lasst uns das T-Shirt anprobieren. Und dann sehen wir uns gleich vor der Kamera. Ja, wieder, ne? Bis gleich. So, Freunde, T-Shirt Größe M, ne, passt natürlich wieder perfekt, muss ich sagen. Ja, ne, schön in Grau diesmal gehalten, ne, finde ich super. Und hier unten natürlich das Tape Volume 2, habe ich euch gerade ja schon gezeigt, ist, ne, Awesome Mix Volume 1. Okay, das ist also vom ersten Teil noch, was aber absolut nicht schlimm ist, muss ich sagen. Hier oben habt ihr die Cap, ja, steht die mir, was sagt ihr? Früher haben die Caps irgendwie mir besser gestanden, ne, als ich noch fett war. Jetzt geht das irgendwie nicht mehr. Irgendwie steht das jetzt nicht mehr so geil, oder? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich muss sagen, jetzt gefalle ich mir ohne Cap irgendwie besser. Früher war das immer so Muss gewesen, jetzt nicht mehr. Ja, Freunde, also wie gesagt, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Ja, habt ihr schon mal Superman, Batman Batterien gesehen? Ich natürlich noch nicht, muss ich sagen. Und ja, Freunde, wisst ihr Bescheid, ne? Diese Lootbox, die oder diese Lootchest war schon mit einer der besten, die ich bis jetzt bekommen habe, muss ich sagen. Ja, da muss ich wirklich sagen, jedes Teil ist einfach nur krass gewesen. Ja, hier, ob das Auto, ob die Figur, ist egal, ob ich jetzt einen Koopa gekriegt habe oder einen Yoshi oder einen Toad, dann ist mir sowas von Lachs. Ne, hier, Freunde, richtig große Dose, werde ich natürlich nie öffnen, ja, aber mir, nur 0,8 Gramm Zucker da drin. Stellen wir vor, in sowas, wenn ich zum Beispiel hier gucke, hier Food Punch hier von Avengers hier zum Beispiel. Alter, dann ist da schon ein bisschen Zucker drin, muss ich sagen. Deswegen, ja, Freunde, so ist das, ne? Egal, so ist das Leben. Okay, Freunde, das war die Loot Chest für diesen Monat August gewesen. Und wenn ihr euch die auch bestellen wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Also mit dieser Box diesen Monat könnt ihr dieses Mal auf jeden Fall nichts falsch machen, ja? Also da lohnt es sich auf jeden Fall, denke ich mal, für einen Monat auf jeden Fall die Box zu bestellen, ja, um sich das Ganze mal anzuschauen. Wer weiß, Freunde, die Entscheidung liegt bei euch. Okay, ich bin raus, ja, und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst auch ein Abo da, um keine Folge mehr zu verpassen. Wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne nächste Folge wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Whitey.